Hallo und herzlich willkommen bei Ständig Verreisen. Wir sind auf der Freizeitmesse in Stuttgart. Auf der CMD. Wir wollen jetzt gar nicht viel filmen, weil da gibt es so viele Videos schon. Wir wollen bloß unser neues Fahrzeug nicht mehr. Das wäre allerdings unser Favorit. Aber wir sind noch am Überlegen. Ja. Ach so, du filmst jetzt mich? Ja, freilich filme ich dich. Was hast du doch? Was soll ich jetzt sagen? So, wir sind jetzt hier an der U-Bahn-Haltestelle U6 und fahren jetzt auf die Messe nach Stuttgart. Die Haltestelle heißt Weinsteige. Ja. Und Grit weiß wie immer nicht Bescheid. Und wir fahren jetzt auf die Messe und da hole ich jetzt dann mein neues Wohnmobil ab, was der Stefan bestellt hat. Und die Grit ist dann bestimmt überrascht, welches das ist. Ja. Wir sind gerade in Halle 3. Pössl und Kleber. Wie ihr wisst, haben wir einen Kleber. Da werden wir jetzt als erstes mal hinschauen. Ich hätte gern diese Kühlschrank, Stefan. Was ist da Besonderes dran? Es hat ein Getränkefach. Ein Getränkefach? Und das Bier? Ja. Grit ist am Überlegen. Ich auch. Grit ist kaputt vom Laufen. Muss ich mal kurz ausruhen. Vielleicht überlegt sie ja auch, mich ein Wohnmobil. Nee, da haben wir uns entschieden. Ist mir bei uns noch klein. So, guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 22. Januar 2023. Wir standen jetzt zwei Nächte auf dem Parkplatz hier bei Stuttgart beim Fernsehturm. Der Stefan blendet dann die Koordinaten wieder ein. Also wenn es geschneit hat, ist es ein bisschen beängstigend, weil die Jugendlichen da driften. Also wir hatten schon teilweise ein bisschen Angst um unser Wohnmobil. Aktuell ist da drüben auch ein Bursche, der gerade driftet. Vielleicht hört man es ein bisschen. Aber sonst war es eigentlich super hier. Wir waren auch gestern Abend da beim Fernsehturm Abendessen. Also kann man alles empfehlen. Ja, also wir haben uns jetzt entschieden, wir kaufen kein neues Wohnmobil, den Adria. Obwohl der schon klasse ist. Ja, der hat uns schon sehr angesprochen. Aber okay. Wir sind mit unserem Clever noch immer sehr zufrieden und wir fahren ihn erstmal noch ein Stück weiter. Genau. Aber später wird es wohl oder übel dann sowas in der Art sein, ja. Ja. Nicht so breit, also der ist 2,12 Meter breit und 7 Meter lang. Und da kommt man noch, glaube ich, überall gut durch. Das ist das, was uns eigentlich so zusagt. Ja. Ja, unser Video von unserem Frankreich-Urlaub dauert noch ein Stück. Wir hatten, seit wir jetzt daheim waren, noch nicht so viel Zeit, also Stefan, um das alles zuzuschneiden. Aber er strengt sich jetzt an, dass es dann kommt. Auch bald kommt. Ich will ja auch gute Qualität abliefern. Okay, also sehen wir uns dann beim Frankreich-Urlaub. Und was wir jetzt noch genau als nächstes unternehmen, das wissen wir jetzt aktuell noch nicht, aber abonniert unseren Kanal, eventuell die Glocke, dann bekommt ihr das auf alle Fälle mit, wenn ein neues Video online ist. Also, tschüss! Ciao!